Und zu mir auch bitte. Und hierher nochmal. Mal geradeaus gut schauen, bitte. Danke. Und zu mir bitte einmal. Aber mach mal eine Kombi. Max, einmal hier. Einmal rein. Hier. Max, einmal. So, einmal bei mir bitte. Und einmal in die Mitte. Und jetzt hier. Rechts. Einmal in die Mitte. Maruke nach rechts. Maruke in die Mitte. Einmal beide nach rechts, bitte. Und noch einmal nach rechts. Beide. Und hier auch. Dankeschön. Danke. Frau Elster, bitte einmal zu mir. Die Damen, schauen Sie nochmal geradeaus, bitte. Elster nach rechts, bitte. Emma, hier in die Mitte bleiben. Einmal nochmal nach rechts, bitte. Nach rechts. Und zu mir. Ja, ich habe gemeint, love, pain and the whole damn thing. Also Liebe, Schmerz und alles, was dazugehört. Also alles, was uns im Leben begegnet. Und es ist halt nicht nur das Glück, sondern es ist auch der Schmerz. Und das kommt alles in diesem Film vor. Wir können, wie das im Film auch immer wieder vorkommt, dieses Gedicht von Hilde Domin, man kann versuchen, dem Wunder, aber auch dem Glück immer wieder die Hand hinzustrecken. Also geduldig zu sein damit. Das kann man schon versuchen. Ja. Wenn es wie hier so eine großartige Besetzung war und man auch so eine intensive Zeit verbracht hat an einem anderen Ort, das ist natürlich immer anders, wenn man sehr weit wegdreht von zu Hause, dann ist es einem sehr, sehr nah. Und dieser Film ist mir sehr nah und ich selber bin sehr glücklich damit, weil ich schon, glaube ich, das erreicht habe, was ich wollte. Ich wollte über Menschen erzählen, die überall so ein bisschen Macken und Dellen haben und nicht perfekt sind und mit ihrem Leben auch hadern und kämpfen und dann doch irgendwo so einen kleinen Hoffnungsschimmer auch wiederfinden. Ja, er ist sehr komisch geworden, hat aber auch durchaus melancholische Untertöne, die mir auch immer wichtig sind, weil das dazugehört, das gehört zu uns dazu. Ich wünsche mir, dass viele Leute ihn sehen und die, die ihn sehen, dass sie bewegt werden und ihren Spaß haben und dass er ihnen vielleicht auch noch ein paar Tage nachgeht, der Film oder Figuren aus dem Film, dass sie darüber reden. Ich habe eine besondere Beziehung, weil ich habe meine Aufnahmebewerbungsunterlagen mit einer Kritik über Doris Dörries Männer für die Filmhochschule in Berlin geschrieben. Und ich war damals schon, das ist ja ewig hier in den 80ern, ich war ja damals schon total begeistert von ihrer Filmkunst, die anders ist, die kreativ ist, die tiefgründig ist. Und genau das erwarte ich jetzt. Es gibt diesen wunderbaren Satz, Glück ist Gegenwart ohne Denken. Und hier im Jetzt zu sein, jetzt hier mit Ihnen zu stehen, Sie gucken auch so nett, das ist Glück. Es hat schon was mit Urlaub zu tun eigentlich und mit diesen Bändchen, die wir um die Arme haben und dass man irgendwie sich um nichts kümmern muss und komplett von vorne bis hinten 24 Stunden lang bedient wird. Ja, dass man keinen, wenn man jetzt wirklich in All-Inclusive-Urlaub fährt, dann ist es für mich auch ganz typisch, dass du eigentlich nichts vom Land kennenlernst. Du machst einfach nur Urlaub und bist faul. Also ich finde es schrecklich. Ja, mit Landsleuten. Man lernt überhaupt nichts über die Kultur des Landes kennen. Also ich glaube, man kann schon ziemlich viel auch dazu tun. Einfach die Weltanschauung, wie man die Welt sieht. Und man kann auch, glaube ich, daran arbeiten, dass man die negativen Gedanken weglässt und sich mehr auf das Positive konzentriert. Und dann, aber ich meine, man kann nicht nur im Glück leben. Wenn was ganz oben ist, geht es auch wieder runter. Ich freue mich echt, das Drehbuch jetzt in Bildern zu sehen.
Ja, ich finde auch, es wird jetzt Zeit, endlich. Der Film erzählt einfach so über die Absurditäten des Lebens, über Fragen, die man sich stellt. Es ist nicht alles schwarz und weiß. Ja, es gibt vieles dazwischen, was einfach den Umständen entsprechend einfach so passiert, wie es passiert manchmal. Ach, ich habe mich auf das Team gefreut. Wir haben uns ja nicht alle beim Dreh gesehen, weil ich ja diese Flashbacks gedreht habe. Also Hannelore Elsner, Ingrid in Jung, Doris zu sehen. Es war so toll, mit dir zu arbeiten. Also einfach alle wiederzusehen, darauf freue ich mich am meisten. Ich habe den Film, wie gesagt, gesehen, bin super begeistert. Und freue mich einfach auf einen schönen Abend in München. Ach, ich glaube, so ganz Zufall ist dieses Wortspiel nicht. Es ist nicht, glaube ich, nur der Urlaub gemeint oder die Art von Urlaub. Ich glaube, es hat auch ziemlich viel mit dem Leben zu tun, könnte ich so mir vorstellen bei Doris. Ich glaube, da muss man nicht tiefenpsychologisch werden, um zu sagen, man kann das Glück nicht im Leben all-inclusive buchen, sondern all-inclusive heißt eben, das Leben schließt alles mit ein. Höhen und Tiefen und gut ist, wenn man irgendwie gesund und heil durchkommt und noch besser ist, wenn man auch halbwegs zufrieden durchkommt und richtig gut ist, glaube ich, wenn man glücklich durchkommt und am Ende sagt, ich habe irgendwie die Dinge im Leben gemacht, die mich zufrieden und glücklich gemacht haben. Eigentlich trifft bei Doris auch All-Inclusive irgendwie total zu, weil sie wirklich Figuren so extrem genau charakterisiert, im nächsten Moment ihre eigenen Ideen über Bord wirft, offen ist für spontane Ideen. Sie ist sehr präzise, sie ist sehr genau und sie betrachtet das Leben, glaube ich, sehr, sehr liebevoll. Aber es ist eins nie, es ist nie perfekt und das ist, dadurch ist es auch so berührend und, glaube ich, erkennen wir uns alle auch irgendwo wieder, weil sie ja, irgendwie es schafft, so ein Lebenselixier aus allem zu entziehen und das zu einem unglaublich tollen, zu einer tollen Mischung zu vereinen, dass Charaktere entstehen, die man irgendwie in ihrem Siegen und in ihrem Scheitern sehr liebt. Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube eh das Glück, wenn dann ein Moment ist, den kann man sicher im Urlaub erleben, diesen einen Moment des Glücks. Zufriedenheit ist wahrscheinlich das richtigere Wort und auch das kann man wahrscheinlich nicht buchen. Also zumindest nicht in einem Reisebüro. Bei sich selber wahrscheinlich schon, wenn man mit sich selber irgendwie ins Reine kommt. Ich war sehr traurig, dass ich nur so wenig zu tun hatte, weil es macht unglaublichen Spaß, mit jemandem zu drehen, wo man das Gefühl hat, dass da wirklich die Geschichte und die Schauspieler im Vordergrund stehen und alles andere an zweiter Stelle und man sich durch den Tag quasi leiten lassen kann, durch das, was einem kreativ so einfällt. Das ist die schönste Art zu arbeiten für einen Schauspieler. Ich erwarte gute Unterhaltung, die mich aber trotzdem mit dem einen oder anderen vielleicht erhellenden Gedanken aus dem Kino gehen lässt.